Ja, servus Leute, hier ist wieder Johannes und heute geht es darum, was der Unterschied zwischen Reisen allein mit der Freundin oder Reisen mit Freundin und Kind. Ja, ich denke mal, jeder weiß, Reisen ist ziemlich cool und macht Spaß. Aber warum, was ist der Unterschied? Ja, was macht es so besonders, jede Art von Reise? Ich würde mal sagen, die Reise mit der Familie, mit dem eigenen Kind, hinterlässt einfach so schöne, süße Momente am Strand, in Ausflügen und so weiter, wo man einfach sich jahrelang daran erinnert und sich sehr darüber freut, wie süß alles war, wie schön und die Emotionen sozusagen mitkommen. Und Reisen mit der Freundin, sozusagen ohne Kind, das macht es halt interessant, weil man actionreiche Sachen macht. Man kann raften gehen, man kann tauchen und coole Events machen, auf Partys gehen und so weiter, was auch wiederum sehr schöne Erinnerungen da lässt. Aber ich würde sagen, auf einem anderen Level. Also die Erfahrungen, die ich bis jetzt gemacht habe mit Kleinkind und Freunden oder Freundinnenreisen, sind sehr unterschiedlich und ich finde, beide sind sehr schön. Aber ich glaube, die mit der Familie gefallen mir besser. Schreibt mal in die Kommentare, was eure Erfahrungen sind und ob ihr schon beide Reisen mal ausprobiert habt, wenn ihr schon Kinder habt. Und dann schönen Tag euch. Okay, schön abonnieren. Ciao.